Ja, hallo, liebe YouTube-Fans. Ja, jetzt haben wir mal einen außergewöhnlichen Stirling-Motor, Heißluftmotor, also nicht im Angebot, aber ich habe den jetzt reinbekommen. Ich habe ihn komplett zerlegt, poliert, das Holz mal abgeschliffen, neu lackiert, also mit Klarlack überzogen, alles mal poliert, zerlegt. Er läuft mir noch ein bisschen schwer mit der Flamme. Da werde ich wahrscheinlich einen Graphitkolben anfertigen. Aber das kann man ja nach und nach machen. Aber ich bräuchte mal eure Hilfe, und zwar, ob ihr mal genau wisst, von welcher Firma der damals war. Ich vermute, es wird ein Bausatz gewesen sein, wo vom Zerlegen her, also ich meine, es war damals mal ein Bausatz. Welche Firma das genau ist, wie alt der ungefähr ist, der Bausatz, und das wäre sehr interessant. Wer so ein Modell hat oder sich auskennt mit dem Modell, ich habe leider nur ein Bild gefunden und da steht dann antike Dampfmaschinen oder kein Begriff, kein Name, Hindernis. Ein Bekannter sagte Firma Vigas vielleicht, aber genau wusste das jetzt auch nicht. Und ja, wenn ihr mal einen Tipp für mich habt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Da wäre ich euch sehr dankbar. Wie gesagt, haben wir jetzt reinbekommen. Jetzt die Tage mal komplett zerlegt, mal sauber gemacht. Und ich finde, ja, er läuft schon, aber mir ist die Flamme halt ein bisschen zu groß. Ich mag das nicht, wenn die Heißluftmotoren so viel Flamme brauchen. Mal den Kolben, das ist so ein Alukolben drin. Ja, das mag ich nicht. Ich mache dann nochmal einen neuen Graphitkolben. Dann läuft der ganz geschmeidig mit ganz wenig Hitze. Er wird mir auch zu schnell, aber ist ja jetzt nur noch kurz mal zum Zeigen, dass ihr den Motor mal seht. Und wie gesagt, wer mal einen Tipp da hat, wie das Modell genau heißt, wäre ich euch sehr dankbar. Wie die Firma heißt oder wann der hergestellt wurde. Vielleicht hat ja auch einer so ein Zuhause ohne Beschreibung bei. Das wäre super. Irgendwie mal ein Foto schicken oder mal Beschreibung dabei, wie der Motor genau heißt. Na gut, na gut. Im Vorfeld sage ich schon mal Danke. Ja, ich finde es sehr schön geworden. War natürlich viel Arbeit. Die ganzen Messingteile waren natürlich richtig angelaufen. Na gut. Das wird wahrscheinlich schon 10, 20 Jahre irgendwo gestanden haben, vermute ich. Das Holz war sehr dunkel, hat mal einer schwarz lackiert. Das macht man nicht, ne? Das habe ich jetzt alles abgeschliffen. Naja, gut. Ja, und das ist natürlich eine feine Sache, wenn man das alles wieder Hochglanz poliert. Dann sieht das auch natürlich optisch sehr schön aus. So, wir lassen erstmal so, wie gesagt, nur den Graphitkolben, den fertigen wir noch an. Da zerlegen wir nochmal einen Teil davon, dass wir den Zylinder rausnehmen und dann schön Graphitkolben anfertigen. Das ist ja kein Problem und da läuft er wahrscheinlich noch schöner. Und die Klappergeräusche gefallen mir auch nicht, da muss ich noch ein bisschen optimieren. So ein bisschen leiser kriegen. Aber gut, das sind so Kleinigkeiten, die macht man nach und nach. Aber Hauptsache erstmal poliert, wieder zusammen, er läuft. Na, das ist immer das Wichtigste bei so einem Motor. Na gut, na gut. Dann höre ich mal auf zu sabbeln, dann könnt ihr kurz mal zusehen. Diesmal keine Dampfmaschine. So, beenden wir das Video. Wird ja sonst langweilig. Gut, man könnte jetzt noch was antreiben. Wir haben ja hier eine schöne Transmission dran. Haben wir hier schöne Riemenscheiben. Da könnten wir jetzt schön was hinbauen. Wahrscheinlich auch ein Dynamo mit Beleuchtung. Da sind ja, ne? Na gut, na gut. So, reicht mir das Sabbelei. Ich will gar nicht so viel sabbeln heute. Ich sag mal, Daumen hoch, wenn das Video gefallen hat. Und bitte einen Tipp, wie der Motor heißt. Oder wie der Bausatz hieß damals und wann der rauskam. Das wäre sehr nett von euch. Wenn da einer mal einen Tipp hat. Das wäre super. Alles klar. So, euch noch einen schönen Abend und morgen schönen ersten Advent. Bis dann, euer Tüftler.